Hallo meine Lieben, welcome back, wenn es heißt Juicy Time. Endlich ist es soweit. Wir reviewen von dem XL Unboxing Haul die Produkte, ein Teil davon. Und was soll ich sagen, wir gehen direkt zum Video. Erstmal ein herzliches Willkommen an die neuen Abonnenten und ein herzliches Willkommen an meine bereits Abonnenten und auch ein herzliches Willkommen an alle, die hier reinschauen, reinklicken. Wir sind hier eine kleine Juicy Immunity und wenn du zu dieser kleinen Juicy Immunity Family mit dazugehören möchtest und Make-up liebst, dann drück den Button und abonniere diesen Kanal, aktiviere das Glöckchen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ja, meine Lieben, heute geht es darum, um einen Teil der Produkte von dem XL Unboxing Haul zu reviewen und ich bin schon ganz gespannt auf die Produkte. Ein Teil davon habe ich schon bereits benutzt. Einfach ein bisschen mehr, zu den Produkten sagen zu können. Welche das sind, erfahrt ihr natürlich im Laufe dieses Videos. Und ich möchte an das Gewinnspiel erinnern. Wo habe ich unser Goodie Packaging? Einen Moment, ich komme sofort wieder. Und da bin ich wieder mit unserer Gewinnbox. Das ist der Inhalt. Wir haben zwei Lidschattenpaletten, zwei High-End-Produkte von Morphe und Anastasia Beverly Hills. Also hier lohnt es sich richtig zuzuschlagen. Die Teilnahmebedingung ist beantwortet folgende Frage. Was ist die Color of the Month July? Und ihr müsst natürlich diesen Kanal abonniert haben, das Glöckchen aktiviert haben. Und diesem Video einen Daumen nach oben geben und dann seid ihr in der Losbox mit dabei. Ja, verpasst das nicht, hier sind echt mega Produkte mit drin und ich bin schon ganz gespannt, wer die Gewinnerin sein wird. Wir haben heute den 17. und die Auflösung oder das, ja genau, die Auflösung, die Bekanntgabe des Gewinners soll um den 22. stattfinden. Also, haut in die Tasten und schreibt mir runter, was ist die Color of the Month July? Aktiviert das Glöckchen, vorher abonniert ihr natürlich und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Soviel zum Gewinnspiel, weiter geht's hier mit den Produkten. Wir haben hier sehr, sehr spannende Produkte. Unter anderem, bevor wir damit loslegen, zeige ich euch, was ich bis jetzt benutzt habe für meine Base. Ich habe schon ein bisschen was drauf und zwar den Primer, der jetzt leer ist. Generation Joy von der Generation Joy Collection. Wow. Dieser hier. Das ist der Magic Skin Perfection Primer in 30 ml. Ob die Generation Joy Collection noch gibt, kann ich euch aktuell nicht sagen. Bis vor kurzem gab es es noch zumindest. Ja, was habe ich noch benutzt? Natürlich Foundation von Morphe in der Farbe Light 06C. Ja. Und ansonsten habe ich natürlich Concealer benutzt. Was könnte es anderes sein als von Too Faced Born This Way. Der Multi-Use Sculpting Concealer in der Farbe Seashell. So rum. Und zum Setten natürlich wie eine Million Mal schon gesehen von God Flawless Wonder Melon Max and More von Action. Ist nur noch sehr, sehr wenig drin. Und mir hat eine Zuschauerin reingeschrieben, dass es die bei Action wieder gibt. Ich habe jetzt in den Action, wo ich immer hingehe, keinen gefunden. Ich meine sogar, ich habe in zwei Action geschaut. Bei mir war leider nichts davon da. Ja. Und Setting Spray habe ich ein bisschen benutzt schon mal vorab. Auch von Morphe. Das Jumbo Continuous Prep and Set Mist. Das ist dieses hier, kann ich sehr, sehr empfehlen für den Sommer. Super schön, hat einen sehr feinen Sprühnebel und wirkt sehr erfrischend, Feuchtigkeitsspenden und hat einen Geruch von
Meeresbrise. Lecker. Genau. So, das haben wir drauf bis hierhin. Und jetzt geht's weiter. Und zwar mit der Glowy Face Palette von Catrice. Wie ich sehe, sind die Regale echt leergeräumt. Und wir haben hier eine Glowy Palette, Bronzer und Highlighter. Und ich habe das schon benutzt, einfach um mehr sagen zu können. Ich würde sagen, das soll wohl der Bronzer sein. Die Shades haben hier auch Namen. Dieser, wie ich meine, was der Bronzer sein soll, nennt sich St. Clusif. Und ja, hier dieser Highlighter in Rosé Pink Stichig ist der Sun. Ist der Sun Obsessed. Und Obsessed bin ich absolut heute. Und hier der Marmorierte, der letzte, nennt sich Santorini, also Sun geschrieben, also so wie Englisch Sun, Santorini, ein Ort in Italien. Und wo wir schon mal dabei sind, ich habe wieder Urlaub gebucht. Und am 7. August geht es schon los und die, auch natürlich nach Italien. Und nein, es ist nicht Gardasee, sondern dieses Mal ist es die Toskana. Und seid gespannt, schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr Lust drauf habt oder ob ihr möchtet, dass ich in dieser Zeit, ich fahre 14 Tage hin, ob ich in dieser Zeit vloggen soll. So, und jetzt machen wir weiter hier mit den Produkten, mit dieser Glowy Face Palette von Catrice. Und wie ich schon bereits erwähnt, habe ich die schon heute morgens erst einmal, glaube ich, benutzt oder gestern Morgen. Eins von beiden. Und ich muss sagen, dieser Bronzer hier ist mir leider nicht warm genug. Ich trage den jetzt mal auf. Und bevor wir weitermachen, bevor wir hier weitermachen, sollte ich euch mal vielleicht noch ein Stück näher ranholen, damit ihr auch genau sehen könnt, was hier so geschieht. Ich würde sagen, bis gleich von einem anderen Blickwinkel. So, meine Lieben, jetzt seid ihr ganz nah am Geschehen dran. Und ich würde sagen, ich gehe mal hier in die Vollen. Ich gehe nochmal ins Produkt rein. Ja, also er wärmt ganz leicht auf. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal hier ein bisschen zu verstärken, aufzubauen. Ja, also wie gesagt, wer was ganz Leichtes haben möchte oder wirklich sehr, sehr helle Haut hat, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber für mich, für jemand wie mich, der gerne overbronzed ist, und Sunkist ist mir das leider nicht genug. Ich kann mir mal ein bisschen das Pony hier in das Ohr, um besser ranzukommen und ihr das auch besser sehen könnt. Ja, also wie ihr seht, gehe ich zweimal rein und das ist so das Maximale. Also man sieht natürlich ganz leicht was. Aber mir jetzt nicht genug. Und auch hier gehe ich noch mal ein zweites Mal drüber. Und ich mag es auch nicht, wenn ich so oft ins Produkt gehen muss und noch mal aufbauen muss bei Bronzer. Er sollte natürlich auch nicht zu stark pigmentiert sein. Bronzer sollte man schon aufbauen, aber der lässt sich mir persönlich auch zu wenig jetzt aufbauen. Ich gebe mir noch ein bisschen hier in die Nase als Kontur. Sollte man eigentlich auch nicht machen. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe ja eigentlich auch Kontur, aber wir haben Creamy Kontur. Von daher gebe ich dem schon mal hier so ein bisschen die Form und verblende das gleich ein bisschen. Ja, meine Lieben, ich bin komplett aus der Routine, aber die wird sich jetzt tatsächlich wieder einpendeln. Wie gewohnt erscheint dieses Video am Donnerstag und das nächste Video dann wieder am Sonntag.
Ja, und langsam sollte ich mir auch mal Content überlegen, da ich ja wieder mal vordrehen muss, bevor ich in den Urlaub fahre. Wenn ihr Vorschläge habt, einer kam von einer Zuschauerin, der war mega. Und zwar, was ich so einpacke, vor allem im Make-up-Bereich. Und vielleicht mache ich da mal ein Video zu. Aber ihr könnt mir auch gerne mal Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich bin dankbar für jeden Vorschlag, der umzusetzen ist. Ja, das ist also so der Bronzer. Man sieht ihn halt ganz leicht. Er wärmt auch minimal auf. Mir jetzt zu wenig bei so viel Produkt. Aber wie gesagt, für jemand, der sehr helle Haut hat, finde ich das absolut gut geeignet. Und jemand, der wirklich nicht viel möchte, ist das hier genau das Produkt, was man haben sollte. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Womit machen wir weiter? Wir machen weiter mit diesem Produkt hier. Ein mega Packaging, wie ich finde. Das ist jetzt auch ein Bronzer von Catrice. Ein Bronzer Cushion Stick. Soll wohl mehr für den Body gedacht sein, aber ganz ehrlich, mir sowas auf den Body zu geben im Sommer, finde ich schwierig, gerade wenn man, wie ich heute, weiß trägt. Damit kann ich jetzt für den Body nichts anfangen. Aber ich probiere den mal jetzt als Bronzer im Gesicht. Denn da sieht er ja ziemlich vielversprechend aus. Der kommt so mit einem Blenderschwämmchen schon dabei. Ob ich den jetzt benutzen werde, weiß ich nicht. Man muss das Ganze hier so ein bisschen drehen, damit Produkt rauskommt, und dann kommt es auch schon raus. Und den gebe ich mir jetzt mal ganz gezielt hier hin, wo der Bronzer hin soll. Bisschen blöd so dosieren. Oha. Man muss aber auch beim Drehen vorsichtig sein. Es kommt schon gut Produkt raus. Sparkles! Ja, ich verblende jetzt erstmal das hier. Nee, also ich muss jetzt so einen Pinsel nehmen. Ja, und der ist auf jeden Fall schon mal wesentlich vielversprechender. Hier kriegt man schon mehr Ergebnis, ohne groß aufbauen zu müssen. Ja, das gefällt mir doch schon sehr, sehr gut. Lässt sich auch sehr schön verblenden. Ich verstärke jetzt trotzdem nochmal für die Kamera, obwohl man kann schon eigentlich ganz gut sehen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Produkt, womit ich nur nichts anfangen kann, ist dieser Schwamm hier oben. Vielleicht gerade mal, um das Produkt halt besser dosieren zu können, aber dieses Schwämmchen verschlingt schon ganz viel. Nosy finde ich jetzt soweit okay. Ich gebe mal noch ein bisschen drauf. Was soll's, hauen wir doch einfach mal rein. Ja, also der ist schön warm, hat aber auch so einen aschigen Unterton. Könnte schon fast eine Kontur sein. Aber für die Kontur glaube ich auch schon wieder ein bisschen zu warm. Hat aber was Gräuliches tatsächlich mit drin. Also lässt sich auf jeden Fall super verblendend in die Haut einarbeiten.
Wirkt auch so leicht kühlend. Sehr angenehm. Hat einen minimalen Eigengeruch, aber überhaupt nicht irgendwie stark, sondern ganz, ganz, ganz leicht. Ja, also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Besser als das Puderbronzer. Doch, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich hole euch mal ganz nah ran. Hat auch einen schönen Glow. Ja, also das gefällt mir richtig gut. Kommen wir zum nächsten Produkt. Jetzt habe ich tatsächlich schon Concealer benutzt, aber da der ja etwas dunkler ist, der von Too Faced, macht das überhaupt gar nichts. Tipp, wenn ihr Augenränder habt, dunkle Augenringe, dann immer etwa einen etwas dunkleren Concealer benutzen mit ein, zwei, drei Dots höchstens. Das Ganze verblenden und dann einen hellen Concealer benutzen. So, und da ich jetzt einen etwas dunkleren Concealer ja drauf habe, passt das ganz gut. Ich habe es zwar schon gesettet, aber wir sollten es nochmal üben, oben drüber. Und zwar habe ich hier diesen Concealer im Tiegelchen geshoppt von Glossier. Hat 6,99 bei TK Maxx gekostet. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und in dem Shopping Hall Video, in dem XL Shopping Hall Video, hatte ich das ja schon mal geswatcht. Und es wirkte schon sehr, sehr leicht und sehr, sehr dünn. Und nicht so krass deckend. Ich bin mal gespannt, das war jetzt allerdings auf dem Handrücken. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze performen wird auf dem Auge. Ich gehe hier mit so einem Pinsel rein. Produkt ist da. Und das gebe ich mir jetzt genauso hier drauf, wie ich es sonst immer mache. Nicht direkt auf das untere Lid. Oh mein Gott. Ich bin lost. Von der Farbe her finde ich den ganz gut. Das war jetzt in der Farbe. Welche Farbe hatten wir denn hier? Im Übrigen, das ist der Concealer von Glossier Stretch Concealer. Corrector Stretch. Okay, also auf jeden Fall ein Concealer, der auch Color Corrected. 4,8 Gramm sind hier drin. Wie gesagt, bei TK Maxx für 6,99 geschossen. Und die Farbe war ah ja, UVP-Preis, also unverbindliche Preisempfehlung, liegt bei 23 Euro. Ja, also ein Schnapper. Er muss jetzt einfach nur noch gut sein. Und lange Rede, kurzer Sinn, wo ist die Farbe? Vielleicht soll ich mal hier drunter schauen. Hier steht 6G. Es soll auf jeden Fall, glaube ich, mit einem Peachy-Unterton sein. Und Peachy-Unterton ist für mich sehr, sehr gut. In die Nasio Orbial falten. Produkt kommt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut raus. Das gefällt mir. Kommt in so ein Glas. Tiegelchen mit einer silbernen Kappe und das Emblem von Glossier. Gut, dann würde ich sagen, ich verblende das jetzt mit dem Beauty Blender.
Wow. Also das Color Correcting kann man hier sehen. Und das ist eben der Clou, wenn ihr dunkle Augenränder habt, Augenringe, und erst mit einem dunkleren Concealer drüber geht und dann nochmal einen helleren drüber ganz leicht, so wie ich das jetzt mache. Und dann habt ihr genau diesen schönen Bright-Effekt und schaut mal, wie natürlich das aussieht. Was mir an diesem Concealer halt gut gefällt, ist einfach, dass er nicht so coverage ist, aber trotzdem gut deckt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob im Laufe des Videos wir feststellen können, ob das creasen wird. So sieht es aus von der Nähe. Aber das ist schon ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Dann blenden wir auch hier weiter. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Also der Eyeliner hatte mich jetzt nicht so überzeugt, weil der sich nach einer Zeit lang abgetragen hat. Ich bin gespannt, wie es mit dem Concealer sein wird. Ansonsten finde ich Glossier eine super spannende Brand, die mich schon immer sehr interessiert hat. Ich finde den Ton, den Farbton auch perfekt. Schaut euch mal das an, wie frisch das aussieht. Richtig schön wach, bright. Sehr, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, ich sette das ganz schnell und bin sofort wieder zurück. Ach, ich habe mich entschieden, doch das Setting vor der Kamera zu machen, um euch nochmal zu zeigen, wie ich das mache. Ich habe hier diese Schwämmchen. Ich müsste mal dringend ein neues kaufen. Und gehe damit rein in das Produkt und gebe das hier auf meinen Handrücken drauf und tupfe das hier so ab, bis ganz wenig Produkt da bleibt. Hier ist noch jede Menge drauf. Und sette das Ganze erstmal unter das Auge. Desto weniger Produkt, desto besser. Man braucht nämlich gar nicht so viel Setting Powder. Es sei denn, man möchte baken. Das würde ich aber nur wirklich für ein richtiges Abend-Make-up machen. Und ich gehe noch mal rein. Es ist wieder so, so warm hier drin. Die ganzen Lichter, die hier auf mich drauf scheinen. So, und jetzt nehme ich so einen ganz normalen Puderpinsel und nehme das wieder runter. Ja, was soll ich sagen? Der Concealer hat ein ganz, ganz leichtes Tragegefühl. Ist aber trotzdem gut deckend und schaut euch mal diesen Bright-Effekt an. Gefällt mir richtig gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich werde den aber auf jeden Fall nochmal testen, nur für sich, ohne einen anderen Concealer drunter. Aber die beiden kombiniert ist schon mega. Ja,
wie fast jeder Concealer oder wie eigentlich jeder Concealer bis jetzt ein minimales Creasen. Aber insgesamt gefällt mir das bis jetzt, bis Stand hier, sehr gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten Produkt. Und als nächstes haben wir eine Lidschattenpalette. Und wer könnte es geringeres sein als Miss Natasha Denona? Diese wunderschöne Palette in diesem wunderschönen Bronze gehalten. Und das ist die Palette Natasha Denona Zendu Palette. Eyeshadow Palette, ja. Und beinhaltet knapp 20 Gramm, 19,25 Gramm. Kommt in dieser Umverpackung in Bronze Metallic. Und so sieht auch das Packaging aus. Exakt widerspiegelt. Ihr seht hier alle meine Lichter. In diesem wunderschönen Chrom Metallic Gehäuse. Ist zwar Plastik, fühlt sich aber schon sehr hochwertig an. So richtig Summer Summer. Ja, ist auch ganz spannend von der Farbgebung her. Wir haben hier eine Reihe Grün, von Mint bis Petrol, bis einem normalen Grün. Wir haben hier Brauntöne, Goldtöne, Puderrosa, Peachy. Wir haben matte Shades, wir haben metallische Shades. Ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch diese kommt hier in diesem wunderschönen Spiegel. Und auch diese Palette habe ich schon getestet, gestern und heute, weil ich einfach sehen wollte, verblassen die Töne, lassen sich gut verblenden, sieht es über den ganzen Tag her gut aus. Und ich muss sagen, es verrutscht nichts, es verblasst nichts. Wunder, Wunder. Wunderschön. Diese Palette kostet, glaube ich, sonst 60 Euro. Ich habe diese Palette geschossen bei Douglas für 35 Euro. Richtiger Schnapper. Und schaut euch mal diese Farben an. So, so schön. Ja, und ich würde sagen, wir schminken ein random braunes Auge und wir schminken ein wunderschönes grünes Auge. Das machen wir. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem braunen Auge. Und als Transition Shade würde ich nehmen Balance. Im Übrigen die Namen der Fanschen. Und die Swatches findet ihr in dem Video XL Unboxing Haul. Da könnt ihr dann alle Swatches und auch die Namen der Shades hören. Ich benenne jetzt nur diese Shades, die ich jetzt benutzen werde. Sonst sprengen wir dieses Video des Todes. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Kurze Videos sind einfach nichts für mich. Ja, und wir gehen jetzt hier in Balance rein. Das ist dieser Shade hier. Und wie ihr seht, seht ihr ein Megapigment. Und so erstreckt sich das über die kompletten Fältchen in dieser Palette. Und ich kann euch sagen, die lassen sich so, so gut ausblenden. Ich habe jetzt nicht viel ineinander geblendet, da ich einfach fürs Büro einfache Looks und schnelle Looks gewählt habe. Aber das, was es gezaubert hat, war wow. Einfach wow. Hier merkt man halt Qualität, man hat in Windeseile wunderschöne Looks geschminkt, weil diese Formulierung und diese Qualität schon für einen mitarbeitet. Ihr seht selber, wie schnell das sich hier verblenden lässt.
Und auch dieses Hazelnut Braun, das sich Balance nennt, finde ich mega, mega schön. Könnte man jetzt noch ein bisschen mehr aufbauen? Brauchen wir aber nicht. Wir wollen jetzt ja das Transition Shade haben. Oh, hier machen wir doch grün. Okay. Ja, das werden wir gleich entfernen. So, wir haben gesagt, erst machen wir das braune Auge. Und dann gehe ich in Mindful rein. Das ist dieser braune Shade hier. Dafür nehme ich so einen flacheren Pinsel. Mache mir erstmal die Form von der Wasserlinie aus. Gib mir das bis hier hin. Und hier gebe ich mir das nur in die untere Wasserlinie einmal Produkt drauf und mache quasi so ein V. So, und das Ganze verblenden wir jetzt erstmal. Ein wunderschönes, sattes Braun. Richtig schön intens und es bleibt auch über den ganzen Tag so. Es verblasst nicht, es verrutscht nicht. Als hätte man es frisch geschminkt. Setzt sich auch nicht so in die Fältchen ab wie manch anderer Lidschatten. Es ist einfach wirklich High-End. So, und jetzt nehmen wir diesen Concealer wieder von Glossier. Ich glaube, ich habe jetzt viel zu viel Produkt. Ja, ich muss mir gleich mal einen anderen festgebundenen Pinsel suchen. So, bevor wir das machen, gehen wir jetzt erstmal hier nochmal eins. Ja, das ist voll mit Concealer. Ich bin zu stark ins Produkt reingegangen, sollte man nicht machen. Und da gehe ich in den Metallic Shade Essence, dieser hier. Und ich gehe in den Metallic Shade Luster, das ist der hier. Und ich gehe mit diesem Finger erst ins Helle und dann mit dem Mittelfinger in das dunklere Metallic Shade. So sehen sie aus, mega. Und ich gebe mir jetzt erst das Dunkle drauf, nicht das Helle, das Dunkle. Ja, und jetzt gehe ich mit dem Helm drüber. Und schaut euch das an. Das ist einfach ein mega Ergebnis. Und schon ist das eine Auge fertig. Und jetzt brauche ich einen anderen Pinsel.
So, ich habe den jetzt mal hier wieder befreit von dem Concealer. Und jetzt gehen wir erstmal in dieses Mintgrün rein. Und bevor wir das machen, entferne ich das hier nochmal. Und zwar in diesen hier. Und der nennt sich Brass. Genau. Ich gehe hier nochmal mit dem Concealer-Schwamm drüber. So, das müsste passen. Ist auch wieder ein sehr pastelliger Ton. Als einzigster in dieser Palette, wie ich finde. Okay, das Peach noch ein bisschen. Oder dieses Korallfarbene. Es ist so warm, Leute. So, und jetzt gehen wir mit dem festgebundenen Pinsel. Und wir gehen jetzt in Sassy rein. Das ist dieser hier. Wow. So, jetzt blenden wir das hier aus. Auch ein sehr, sehr schöner Ton, sehr intens. Und ich habe gar nicht mal so viel Produkt drauf. Wunderschönes Grün. Könnte man das natürlich auch noch viel mehr aufbauen, aber ich würde es ganz gerne lieber ausblenden noch. So, und ihr seht, wie schnell sich diese Shades einfach verblenden lassen. Und zum Ausblenden würde ich nehmen. Ja, ich würde nochmal in dieses Mint reingehen. Und vielleicht nochmal in dem schönen dunklen Grün, um hier in die Lidfalte noch mehr Tiefe zu verleihen. Ja, also wie ihr seht, lässt sich einfach mega aufbauen. Und das gefällt mir, wenn man schöne leichte Looks zaubern kann, aber auch schöne intense Looks zaubern kann. Auch wenn man nur ganz leicht ins Produkt geht, guckt mal, wie intensiv das jetzt hier ist und wie schön sich das hat ausblenden lassen und ineinander blenden hat lassen. Wunder, wunderschön. Ich liebe sowas, wenn dieses Produkt einfach schon für einen mitarbeitet. Mega. Genau, und jetzt
Nehmen wir nochmal einen festgebundenen Pinsel, gehen nochmal in den Concealer rein. Wo habe ich ihn hin? Wo ist er hin? Da ist er. Jetzt gehe ich nicht so stark rein und trotzdem habe ich schon viel zu viel Produkt. Und was macht der Concealer? Crease der? Ne, der ist bis jetzt wunderschön. Diese Farbe perfekt getroffen, liebe Gina. Gelingt mir nicht immer so gut. Aber heute und hier und jetzt, ich finde es einfach nur so fresh. Crease bis jetzt mini, mini, minimal. So, weiter zur Natasha Denona Palette. Und da habe ich mich entschieden für Mantra und für Flow. Das sind diese beiden Grüntontöne. Obwohl Manta schon so blaugrünlich ist und nee, Flow blaugrünlich ist und Mantra ist so ein tiefes Tannengrün. Liebe ich. So, und auch hier gehen wir mit diesem Finger. Ne, wir nehmen die andere Hand, die hat man eben schon benutzt, die ist sauber. Genau, gehen wir hier ins Helle. Das ist Flow, wunderschön. Und das ist Mantra, ein schönes Tannengrün. Wenn ihr euch hier wundert, ich habe hier den Pinsel befreit von Lidschatten und Concealer. Ja, leider habe ich jetzt zu viel Concealer benutzt. Das verhindert es gerade, einen schönen metallischen Look zu zaubern. Aber wunderschön. Traumhaft. Zwei wunderschöne Looks. Für den unteren Wimpernkranz benutze ich hier wieder Balance, der mittleren, Brown Shade. Und seht euch dieses Pigment an. Ich bin nur ganz, ganz leicht reingegangen. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Und für dieses Auge benutzen wir hier nochmal Zeci. Spreche ich das richtig aus, Zeci? Sisi? Eher Sisi? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und korrigiert mich. Ja. Wow. So, ich blende auch das mal hier aus. Schön aussmoken. Ja, und wie ihr seht, funktioniert das einwandfrei. Wow. So, und für den Inner Corner nehme ich mal so einen Pinsel hier.
benutze ich. Für diese Seite würde ich jetzt Flow noch mal nehmen. Super, super schön. Und für die andere Seite würde ich nehmen. Das ist der hier. Sehr, sehr schön. Richtig, richtig schön. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht selbst, das Ausblenden, Ineinanderblenden funktioniert perfekt. Wunderschöne Shades, super intens, super Looks, die man hier zaubern kann. Eine mega High-End-Qualität. Ja, und bei solchen Paletten merkt man halt auch dann doch nochmal den Unterschied zu den Drugstore-Paletten, obwohl es mittlerweile wirklich gute gibt, aber so eine Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills oder Pat McGrath, was ja auch noch kommen wird in der Review. Ja, was soll ich sagen? Concealer sieht immer noch top aus, der gefällt mir richtig gut. Also dieses Produkt überrascht mich jetzt am heutigen Abend am meisten. Und dieses Video überrascht mich auch am meisten, weil es explodiert, Leute. Aber so what? Wir sind es gewohnt. Und ich würde sagen, ich gebe mir jetzt noch ein bisschen Eyeliner drauf und Mascara. Und zu der Mascara sage ich jetzt auch gleich nochmal was. Und bin gleich dann sofort wieder zurück. Da bin ich auch wieder zurück. Concealer sieht immer noch tipptopp aus. Ja, als Eyeliner habe ich benutzt den von NYX, der Epic Ink Liner. Kennt ihr ja auch schon zur Genüge. Und als Mascara von Sunkissed. Ich weiß nicht, habe ich diese Mascara schon mal reviewt in einem anderen Video? Auf jeden Fall habe ich sie schon die ganze Zeit im Test, falls ich es noch nicht habe. Falls doch, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das ist die Curls Flex Waterproof Mascara. In einem wunderschönen Packaging, wie ich finde. Und es kommt in so einem Pinsel. Aber diese Mascara ist leider Trash, da sie stark unter dem Auge schmiert, obwohl die ein super Bürstchen hat, genau für hier unter das Auge. Ja, und soeben habe ich auch gesehen, dass die klumpt. Ich habe es jetzt mal hier an der Schachtel abgestriffen. Daher von mir für diese Mascara leider keine Empfehlung. Auch geschossen bei TK Maxx. Und ja, wir kommen jetzt nochmal zurück zu der Glow-Palette von, die Glowy-Face-Palette von Catrice. Und ich würde sagen, ich gebe mir erstmal ein bisschen Setting-Spray drauf. Oh, ist das wunderbar. I love it. Und dann nehmen wir erstmal so einen Pinsel. Genau diesen hier. Das war ein Schlüssel. Ja, und ich würde sagen, ich gebe mir auf diese Seite diesen Glowy Highlighter drauf. Ja, also ist wirklich nur ganz minimal für einen ganz leichten Sheen. Ah ne, hier wollten wir ja in diesen marmorierten hier. Und für hier auf die Nasenspitze gehe ich auch wieder in diesen marmorierten. Ist schon nicht schlecht. Gehen wir wieder mal in den. Und wieder in den. Ja, ist jetzt nicht so der Sheen to the Moon, aber wer es leicht mag, ist das genau richtig. Und wie ihr seht, ich schwitze des Todes. Ja, wie gesagt, mir zu lasch, mir nicht genug. Wenn diese Face-Palette mit in eure Goodie-Bag reinkommen soll, in euer Gewinn-Packaging,
dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann schmeiße ich das da mit rein. Genau. So, und dann kommen wir jetzt nochmal zu Blush. Und hier habe ich auch von TK Maxx geshoppt einen wunderschönen Blush von Morphe. Wir haben ganz viele Morphe-Produkte mittlerweile. Der Cream Blush in der Farbe Leave a Comment. Ja, wo wir beim Thema sind. Leave a Comment. Ohne Scherz. Ja, das ist die Umverpackung. So kommt das Produkt daher. Ich gebe mir das mal hier auf meinem Arm drauf. Hat so eine ganz feine Injection-Spritze. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel Produkt genommen. Ja, die Farbe ist in so einem Orange, peachy Ton, ich würde eher sagen so rot, orange, braun. Ja, wollen wir mal sehen. Dazu nehme ich wieder jetzt den Foundation Brush und nehme ich mir mal den Produkt hier auf. Ja, was soll ich euch sagen? Sieht schon mal sehr intens aus. So, und jetzt verblenden wir das Ganze erstmal. Oh. Wow. Eine wunderschöne Farbe und lässt sich super gut einarbeiten. Wunder, wunderschön. Hat auch einen schönen leichten Sheen. Lässt sich gut verblenden. Und hat eine schöne, nicht zu stark und nicht zu wenig. Ein wunderschönes Pigment, ein toller Blush. Was hat er gekostet? 6,99 und unverbindliche Preisempfehlung. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf 14,99 und wir haben hier bezahlt 6,99. Fast, ja, eigentlich die Hälfte, 50%. Und ist wirklich ein super nicer Wunder, wunderschön. Wirklich ein sehr schöner Blush. Ich intensiviere jetzt trotzdem mal ein bisschen. Ich übertreibe mal, weil ich hier einfach noch zu viel Produkt habe. So können wir es auch noch mal besser von der Farbgebung sehen. Und die Uhr läuft, liebe Gina. Dieses Video ist explodiert. Ja, und wie ihr es seht, ihr seht es selbst. Wunder, wunderschön. Ein schöner Glow, ein schöner Sheen, gefällt mir mega. Und schaut euch mal bitte diese Lidschatten an, die sind so intens, die stechen richtig raus in dieser Kamera. Ja, ich wollte nochmal dazu kommen, was es bei mir denn eigentlich so gibt. Das können wir jetzt machen. Beziehungsweise erzähle ich gleich etwas Kurzes, nachdem ich mir die Lippen umrandet habe. Dafür benutze ich den Download Lip Liner und der ist von BH Cosmetics. Ja, und ich würde sagen, ich bin gleich wieder zurück. Und für die Lippe habe ich heute dieses Produkt hier dabei, auch von Catrice, von derselben Reihe. Und das ist, der nennt sich Catrice und nicht weiter. Ja, auf jeden Fall ist das ein Lipgloss mit ganz wenig Pigment. In Peach gibt es in den drei verschiedenen Farben. In Lila, glaube ich. Ich krieg's nicht mehr zusammen, Leute. Auf jeden Fall in diesem hellen Peach. Und das ist ein Cooling Lipgloss.
Und den tut man in den Kühlschrank. Und er kommt auch schon mit so einer metallischen Decke für noch mehr Cooling-Effekt. Und das Produkt drückt ihr dann hier oben raus. Und da kommt es auch schon raus. Die Farbe sieht mega aus. Wow. Und es kühlt so angenehm. Ich glaube, das ist das Produkt für meinen Sommer. Also das kommt safe mit nach Italien. Es ist so angenehm. Ich liebe es. Das Pigment ist leicht, aber scheint trotzdem durch. Ein wunderschönes Peach und es schmeckt auch wunderbar nach Peach. Ich finde es mega, mega passend mit dem Look hier. Ich finde es nur noch nice. Ja, meine Lieben. Und das sind die Produkte für heute. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nein. Meines Erachtens nein. Das war jetzt ein Teil von dem XL Shopping Haul bzw. XL Unboxing Haul. Und ich habe die Produkte in drei Teilen aufgeteilt. Einmal in Anastasia Beverly Hills, einmal in diesem Bereich und es kommt noch Pat McGrath Lab. Und ja, einige spannende Produkte, die da mit dabei sind. Und das ist Natasha Denona. Der Blush. Nochmal Fazit. Oh Gott, dieses Video ist eine Katastrophe. Die Palette, ganz klar, mega Empfehlung. Also, die kommt auf jeden Fall mit auf Urlaub, weil die alles hergibt, was man so für den Urlaub auch gebrauchen kann, für Abendlooks. Ja. Hier stimmt einfach alles, die Qualität, die Formulierung, das Verblenden, das Ineinanderblenden, die Intensität der Pigmentierung, perfekt. Das kann man super aufbauen. Daher für diese Palette mega Empfehlung. Wenn ihr die im Sale findet, shoppt die. Und was mich aber am meisten vom Hocker reißt, ist dieser kranke Concealer, kann man schon sagen. Der einfach so, so gut und wie ihr seht, der creased null, mini, mini, minimal, wie jeder Concealer auch. Perfekt, brightet schön, ist sehr leicht auf der Haut, ist nicht aufgesetzt auf der Haut. Gefällt mir richtig gut, das ist das Produkt, was mich am meisten hier vom Hocker reißt. Dieser wunderschöne Blush von Morphe, einfach nur eine mega Empfehlung. Wenn ihr den findet, holt ihn euch. Diese Farbe ist mega. Das Pigment ist mega. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Schafft nochmal wirklich schöne Wangenknochen. Mein absoluter Liebling. Mega Empfehlung für den Sommer. Wenn ihr was Kühles für die Lippe braucht, Kühlschrank schmeißen. Auch ohne Kühlschrank mit dieser Metall. Applikator habt ihr schon einen Cooling-Effekt, aber mit Kühlschrank nochmal zehnfach mehr. Das ist absolut mein Produkt. Und haben wir noch was ausgelassen? Ja, haben wir. Und zwar, wo ist jetzt hier der Deckel? Weiß ich schon. Ach, der ist irgendwo da unten, glaube ich, gelandet. Dieser, na, Bronzer. Ja, habt ihr selber gesehen. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Der sitzt zwar auch wie der von BH Cosmetics ein bisschen auf der Haut und trägt sich hier ein bisschen ab, wenn man sich so abstützt, aber bei weitem nicht so krass wie der von BH Cosmetics. Auf jeden Fall. Vielleicht eher mehr für kühlere Tage. Aber auf jeden Fall ein tolles Produkt. Werde ich weiterhin testen und nochmal ein Update zu geben. Ist auch die ganze Zeit diesen Deckel. Ja, was mich weniger überzeugt hat, ist diese Glowy Face Palette. Ja, für so einen Sheen super, für sehr helle Haut super, anfängerinnenfreundlich,
Aber jetzt für mich schafft das nicht genug Wärme und nicht das, was ich so erwarte von einem Produkt. Und von daher, da ich schon eine andere Facepalette habe, die mir mehr gibt, wäre die jetzt hier nichts für mich. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die in eure Goodiebag haben wollt. Und ich schmeiße sie mit rein. Ja, meine Lieben, dieses Video ist komplett explodiert. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen bis hierher. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder am Sonntag und ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Eure Gina Juicy. Bye.